Kummer, wenn man alleine ist. Aber zum Glück ist Danny unten, der mich ein bisschen mich unterstützt. Damit erstmal einen recht herzlichen guten Morgen. Es ist Samstag. Wir kommen hier langsam dem Ende näher. Na, weißt du? So. Alle Sachen langsam wegpacken. Und Danny, der hilft mir ein bisschen. Der kommt mit der Arbeit. Der ist ja schon besoffen. Fertig. Wenn wir das gleich runtergeschleppt haben, kommen wir gleich zu dem Zimmer hier, weil ich bin schon so weit. Also zwei Seiten sind schon fertig, aber der Aktivator auf unbehandeltes Holz, der saugt natürlich. Aber das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir die Sachen noch runtergeschleppt haben. Staubsauger. Aber dann bin ich nicht mehr da, das macht der alles Danny, weißt du? Ja, ich darf den Scheiß wieder machen. Einer muss es haben. So, den Rest kann er behalten. So, das kommt auch gleich mit. Dann kann er hier alles einmal sauber machen. Mein Wischmopp. So, jetzt kommen wir mal ins Chefbüro. Ich habe jetzt noch zwei Leute hier. So sauber machen müssen die noch ein bisschen hier. Und zwar, wenn hier gefragt seid, was kann er machen, bla bla bla, habe ich dann gemacht. Siehe hier, Holz. Jetzt einfach diese Futures. Ihr könnt ja sehen, wir haben hier nennt so Steckdosen, links, rechts, außer hier oben für den Staubsauger am Lichtschalter. Und da hinten diese ganzen Telefonanlagen gefunden. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen eins. Wir bauen hier die Scharniere dran. Und wenn die mal ran müssen, unten, muss auch sauber gemacht werden, das macht der nicht alles. Da sind zwei Steckdosen. Kann man die sehen? Ja. So, und jetzt kommen wir aus der anderen Seite hier. Ihr könnt sehen, auf der Seite ist der Rost, die Optik ein wenig anders wie hier, damit wir auch ein bisschen was zu gucken haben hier. So, dahinter habe ich so eine Scharniere reingebaut, habt ihr die auch wieder hier. Kannst du so ein bisschen ranzoomen und deine Klos aus, ja? Jo. So, hier könnt ihr es runterklappen, also hier werden auch eine Kette hinkommen, damit sie nicht ganz runterfällt. Und wenn ihr das machen solltet, mit Holz arbeiten und egal welche Technik ihr verwendet, guckt, achtet darauf, dass es auch so ein bisschen rustikal ist, das Holz ausgefranst, kann auch wirklich Löcher haben. Das muss richtig schön leben, das Holz, auf alt sein. Und dann könnt ihr auch vielleicht noch einen Nagel reinhauen, je nachdem, wo ihr das, wo ihr so eine Wand gestaltet. Das ist einfach ganz einfach. Ihr braucht eine Unterkonstruktion, Dachlatte dran, 4 auf 6 oder wie auch immer. Die Haut geht schon an der Wand fest und dann werden die Dinge einfach nur festgeschraubt, versetzt. Hier natürlich das Highlight hier noch ist, dass hier noch so ein Fernsehen kommt. Deswegen sieht es ein bisschen willkürlich aus. Ja. Dann, die Tische stehen ja hier ziemlich mittig. Also das kommt noch ein bisschen weiter hier ran. Also die Tische stehen eigentlich mittig. Und da wir eigentlich keine abgesenkten Steckdosen im Fußboden haben, weil das auch echt Katastrophe ist, der Fußboden hier, haben uns überlegt gehabt, wir hängen einfach eine Kette über dem Tisch runter und da hängen wir nachher so einen Cube, so einen Würfel ran, so einen schwarzen. Und dann können die Leute oder die hier, die Chefs, sich hier halt diese den Strom ziehen, ganz einfach. Eine Lampe geht sogar. Ja, immerhin. Viele haben auch gedacht, am Anfang, boah, das ist ziemlich dunkel hier. Bestimmt total scheiße aus oder ne, gar keine Vorstellung. Und wie findest du das? Ich find's geil. Ist geil, ne? Natürlich geht das auch nur, wenn du echt eine große Fensterfront hast, für die das hier
Dann könnt ihr halt mit dunklen Farben arbeiten. Und auch natürlich die passende Lampe dazu, damit es auch alles so ein bisschen ins Bild passt. Ja, war mir eine Freude, dass ich das hier machen konnte. Mit Benni zusammen. Guck mal hier, das ausgefranste, ausgefasste. Es gibt hierfür noch, ihr habt natürlich nicht vergessen, das färbt natürlich auch ein bisschen ab. Es gibt hierfür noch einen Finish, den ihr auftragen könnt, wenn das weit genug von den Leuten ist, die an der Wand vorbeilaufen oder wie auch immer. Ihr könnt sehen, es färbt ab. Dafür kommt noch so eine Art Klarlack drauf, Finish, damit es nicht abfärbt. Ich habe es hier so gemacht, ich dachte, ich komme eigentlich, ich habe jetzt hier, ich glaube, 16 Aktivator bestellt und 6 Gebinde sind hierfür draufgegangen. Oder 7 sogar. 5 Gebinde sind draufgegangen. Auf diese Fläche sind ungefähr 20 Quadratmeter. Auf unbehandelten Holz. Und 12 oder die 14 Flaschen, 15 Flaschen Aktivator. Muss ich nochmal genau nachgucken. Und jetzt muss ich dazu sagen, hier oben habe ich ein bisschen angefangen. Und dann muss noch 6-7 Flaschen her, damit ich versuche, ein einigermaßiges Bild hinzubekommen. Das sind ja auch immer Flächen, die hängen, in dem Sinne. Liegende Flächen sind natürlich einfacher. Ihr könnt das natürlich alles vorbauen, dann auf dem Fußboden rumstrubeln, auftragen und dann nachher nur noch aufstellen, festschrauben. Aber wir haben es ja so gemacht, dass wir es dann geschraubt haben. Dann, pum. Ja. Der geile Kontrast ist hier das Kupfer, was ihr hier habt, von den Lampen. Abends gibt es natürlich ein richtig geiles Raumgefühl. So, und hier muss noch ein bisschen nachgestrichen werden, weil wir über den Hemd gekommen sind und auch Acryl haben wir hier oben Stuckleiste angeklebt. Das sage ich drüben einmal, weil das aber eine Katastrophe ist. Deswegen habe ich gesagt, einmal eine schöne große Stuckleiste holen, rankleben, versiegeln, streichen. Und man kann hier sehen, wie der, kennt ihr von anderen Videos ja, dass das Acryl immer reißt, aber auf Kundenwunsch machen wir schnell fertig. Deswegen, die könnt ihr erstmal einziehen hier. Ich bin nächste Woche entweder hier oder nächste Woche in Wentorf, da fängt man neue Baustelle an. Jetzt gehen wir mal rüber ins andere Zimmer. Das ist nämlich das Bad, da haben wir auch schon mal ein bisschen erahnen. Hier muss natürlich ein bisschen aufgeräumt werden, wir haben schon viel Material runtergeschleppt, aber der Danny ist hier noch ein bisschen am Arbeiten. Im Bad hier, was wir dunkel auch gestrichen haben, auf Kundenwunsch von den Ronnen. So, dann kommen wir hin in die gute Bude. Auch hier wieder geputzte Strukturoberfläche, immer keine Scheu haben vor gewissen Farbtönen. Hier diese diamantgeschliffenen Fliesen, hier natürlich wieder eine geile Lampe. Hier kommt noch so ein schöner Spiegel hin, auch so ein bisschen rustikal, entweder weil hier kommt noch ein Highlight rein, das ist eine Patina, wie ihr es an den Dächern in Hamburg kennt. Diese Kupferdächer, die kriegen ja irgendwann so eine grünliche Patina und diese Patina kommt an diese Wand hier. Dann die Fußleiste hier unten, die liegen schon unten, da kommen wir gleich zu. Ja, und hier wieder kommt noch eine Lampe hin, auch so was Schönes wieder drüben. Und dann war es das erstmal, glaube ich. Ich habe euch, glaube ich, genug Input gegeben, vielleicht seid ihr auch am Renovieren oder habt irgendwelche Ideen. Oder könnt ihr nicht umsetzen, wie auch immer, jetzt könnt ihr da sehen. Hier wird noch alles versiegelt. Und hier muss noch eine Wand verfugen, ne? WC kommt daran und die ganze Gedöns. Der wird einmal schön sauber gemacht. Der Fußboden muss auch noch verfugt werden. Türzeige kommt hier noch rein, ist ja logisch. Ja, und dann hast du ein schönes, gemütliches Kacki-Haus hier. Kannst du hier schön Kacki-Ding machen? Ich würde mir sehr gekündigt, das Gefühl haben, ich würde einschlafen. Schon zu Ron gesagt. Hier oben so einen fetten Flatscreen. Eine Playstation, weißt du, so ein Playstation, so ein Controller da ranhängen und dann kannst du da drin. Oder Netflix oder ich habe keine Ahnung was. So, dann würde ich sagen, das Video beende ich jetzt hier. Bis heute, wenn ich nächste Woche hier sein sollte, gehen wir leider mal nach unten. Oder könnt ihr nächste Woche dann sehen, was ich da mache. Container ist da. Und dann würde ich sagen, gebt natürlich einen Daumen hoch. Support ist kein Mord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.